immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig von Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung und oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Hallo alle zusammen, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich hoffe, die Bildschirmübertragung läuft und auch diese könnt ihr sehen. Ist das so? Alles gut. Alles gut. Ja, dann fangen wir mal an. Heute haben wir eben das Thema große Marktteilnehmer. Und das ist ein Themenfeld, das wir wahrscheinlich mit einem Webinar nie abdecken können. Wir werden uns heute ein bisschen anschauen, wenn es um große Marktteilnehmer geht, ist immer so ein Schlagwort Eisberg-Orders. Wir werden da kurz drüber diskutieren, was diese sind, für was diese sind, wie man sie sehen kann, ob man sie sehen kann. Und danach werden wir uns in die Handelsplattform schmeißen und werden hier verschiedene Tools zusammen anschauen, die einem helfen sollten, zumindest zu erkennen, wo große Marktteilnehmer agieren. Ja, und das fängt eben an über den Dom bis über Smarttape. Also es gibt nicht nur ein Tool, große Marktteilnehmer ausfindig zu machen. Und zu guter Letzt werden wir dann zum Schluss so eine kleine Frage-Antwort-Runde machen, falls ihr Fragen habt. Und ich werde euch ein, zwei neue Funktionen an der Plattform zeigen, die gestern, glaube ich, via Update rauskommen sind. Also wir haben ein bisschen was zum Diskutieren. Wir bringen die Stunde locker voll. Und ich bin auch sehr froh, dass wieder sehr viele da sind. Und das positive Feedback, was ich immer kriege, da sage ich auch einmal Danke an alle Seiten. Und würde sagen, wir starten mal. Ich habe hier, also ich, für mich persönlich, ich bereite mich sprunghaft auf diese Webinare vor und ich werde jetzt einfach ein paar Screenshots herzeigen, was zum Thema Iceberg Order. Ja, also was sind Iceberg Order? Das Bild veranschaulicht das relativ gut. Ein großer Marktteilnehmer möchte sehr viele Stücke kaufen oder verkaufen und kann das eben wegen dem Marktumfeld nicht auf einmal machen. Ja, der kann das nicht auf einmal machen. Der muss eben schauen, wenn er 2000 Stücke zu verkaufen hat, ja, das in kleinen Tranchen machen. Ja, er kann das, je nach Markt, kann er das eben nicht machen. Also wir nehmen mal den FDAX her, wenn ich sage, jetzt möchte ich 1000 Stücke FDAX kaufen und er würde das auch ausführen, das könnte er auch machen, ja, dann könnt ihr euch vorstellen, über wie viel Preise, dass der Slippage bekommt und wo der den Preis hintreibt und sich selbst eigentlich schlechtere Ausführungen beschert dadurch. Also das ist das Ganze, was sind Iceberg Orders? Ja, das sind im Prinzip Orders, die eben versteckt im Hintergrund in den Markt geschoben werden, um möglichst zu verschleiern, was der Teilnehmer vorhat. Und Punkt 2 ist, er bekommt das meistens in den meisten Märkten auch nicht ausgeführt zu dem Preis, den er haben möchte. Und deswegen agieren diese Teilnehmer eben versteckt, beziehungsweise die möchten halt nicht identifiziert werden. Was haben wir für ein Problem? Eine große Order, ja, also ein großes Institut oder ein großer Player hat in dem Fall jetzt, er möchte 40.000 Shares kaufen, ja. Er bedient sich einer Iceberg Order. Da gibt es zwei Varianten, ja, grundsätzlich mal zwei Varianten. Es gibt diese native Iceberg Order, die wird direkt über die Börse abgewickelt. Das heißt, er möchte 40.000 kaufen und die Börse hat einen Block Trades bzw. Iceberg-Algorithmus und schiebt eben diese Order rein in den Markt. Der kriegt auch meistens einen Preis zugesprochen, den er bekommt und die wird abgewickelt. Die zweite Variante ist eben, das Ganze synthetisch zu machen und dann sprechen wir von diesen ganzen Algorithmen, die eben im Sekundentakt 5 kaufen, 10 Stück kaufen, whatever. Die sind entweder preisgebunden oder zeitgebunden und dieser Algorithmus arbeitet eben diese ganze Order ab, je nachdem, wie er programmiert ist. Also ihr könnt euch das so vorstellen, der hat 10.000 Stück am S&P 500 zu kaufen, ja, und dieser Algorithmus hat eben gewisse Werte hinterlegt, von mir aus nahe dem VWAP oder über dem VWAP, kauf alle 5 Sekunden 10 Stück. Und dieser Algorithmus läuft so lange, bis eben diese große Order abgewickelt ist. Und
Und das ist eben einmal das Grundsätzliche. Ja. Wir haben eine kleine Auswertung. Die Iceberg Orders an sich selbst, ob sie nativ oder synthetisch sind, man sieht auch sehr gut, dass eben synthetische Iceberg Orders zunehmen. Ja. Und die nativen Iceberg Orders eher abnehmen. Das hat damit zu tun, weil wir mittlerweile wissen, wie wir native Iceberg Orders, zumindest auf der CME, identifizieren können. Ja. Dazu kommen wir dann später noch. Und es kommt auch darauf an, ob diese Iceberg Order über Limits abgehandelt werden oder ob sie über das oder ob sie über Marketkäufe abgehandelt werden. Das gibt es auch. Ja. Also es kommt eben darauf an, möchte ein Teilnehmer in den Markt mit Market Orders oder mit Limit Orders rein oder raus. Ja. Und dann sieht man halt relativ schön, dass sich in der ganzen Struktur gewisse Sachen ändern. Und anhand dessen kann man die einigermaßen gut identifizieren. Ich möchte gleich einmal vorab nehmen, den Eisbergdetektor, der sehr oft beworben wird, den gibt es nicht und den wird es auch nie geben. Ja, also das ist ein bisschen Marketing, was da unterwegs ist, weil grundsätzlich eine native Eisbergorder, wenn dieser Algorithmus zwei Kontrakte kauft, hier und da zu gewissen Umständen und das die ganze Zeit macht, dann wird kein Tool, kein Indikator und kein Algorithmus der Welt herausfinden können, ob diese zwei Kontrakte, die eben gekauft werden, ja, ob die von einem kleinen Marktteilnehmer sind oder ob da eine große Order dahinter steht, die abgearbeitet wird. Ja. Zu der Technologie mittlerweile, also was wir jetzt am Screenshot sehen, ihr seht das hoffentlich, ist das normale Orderbuch. Ich habe den Screenshot jetzt hochgestellt, damit ihr euch vorstellen könnt. Also in Atlas haben wir ja rechts das Orderbuch, ne, wo wir die Limit Orders pro Preis sehen, am Bid und an Ask. Das ist eben das Standard Orderbuch hier dargestellt mit den 10 Preisen. Ja. Es gibt auch viel mehr. Kommt auf den Datenfit drauf an. Hier mit 10 Preisen, das ist eben das Standard-Orderbuch. Und mittlerweile gibt es die Technologie und die Daten, ja, dass wir das Orderbuch aufdröseln können. Was heißt aufdröseln? Das heißt, ich kann im Orderbuch im Prinzip verschiedene Blöcke von den verschiedenen Marktteilnehmern sehen. Das ist relativ neu und mit dieser Technologie wird dann in Zukunft auch in Atlas möglich sein, dass ich sehe, ob auf einem Preis viele kleine Limit Orders liegen oder womöglich größere Limit Orders liegen. Und das ist eben Market by Order und das wird in Atlas relativ bald mal verfügbar sein, dass man eben auch noch detaillierter ins Orderbuch schauen kann und auch sehen kann, sind da große Blöcke, sind da kleine Blöcke. So, und wenn man jetzt das Orderbuch hier sieht, also wir sehen es ja im Prinzip so, ja. Wenn man das Orderbuch sieht, hier zur Veranschaulichung, wenn der Preis einen gewissen Level anläuft und ich habe eine Eisbergorder dahinter oder jemand möchte eine große Charge rein oder aus dem Markt rausholen, dann kann man natürlich sehr gut beobachten, dann, wenn man diesen Datensatz hat, ob ständig kleine Pakete oder große Pakete reinkommen. Was wir jetzt an Möglichkeiten haben, ist nur, wenn wir in den Dom schauen und der Preis läuft den Level an, ob eben Pulling und Stacking vorherrscht. Ja, also meistens ist es dann so, dass gekauft wird, gekauft wird, gekauft wird, gekauft wird. Und auf der Ask-Seite wird eigentlich immer wieder das, was Market weggekauft wird, wird auf der Ask-Seite immer wieder aufgefüllt. Das heißt, einer möchte eine große Charge in den Markt bringen. Ja. In Wirklichkeit verkauft er seine Position da oben und wir kaufen sie die ganze Zeit und wundern uns, warum der Markt nicht höher geht, obwohl so viele Leute kaufen und wir meistens ein überdurchschnittlich grünes Delta haben. Ja, viele Marketkäufe, aber keine Preisbewegung. Das sind eben diese Support- und Unterstützungsbereiche, die wir dann im Orderbuch sehen. Also das jetzt kurz zum Thema Iceberg Order. Ganz schnell umschrieben. Ich hoffe, das ist relativ gut verständlich gewesen. Also es gäbe noch viel mehr Material, aber das würde auch das Webinar sprengen. Ja. Das ist eben ein Aspekt von großen Marktteilnehmern. Ja. Ich schmeiße das kurz mal zu, die paar Screenshots, was ich vorbereitet habe, und gehe ganz kurz in den Chart und
Bevor wir starten, zeige ich euch ein, zwei, drei kleine Erneuerungen, was wir hier drinnen haben mit dem Update. Und zwar haben wir neue Zeichenobjekte bekommen und ich glaube rund um 20 Indikatoren, die ich jetzt auch nicht durchgehen werde, wird auch die Zeit sprengen. Wir haben hinzubekommen ein CRV-Tool, Risk-Reward-Tool. Das heißt, ich kann hier switchen zwischen Long- und Short-Positionen und kann mir das hier einzeichnen. Kann dann meine Kontogröße bekannt geben, wie viel Ticks ich Profit Target and Stop Loss habe. Also ich jetzt in dem Fall testweise 10 Ticks Stop, 20 Ticks Profit. Die Kontogröße gibt man dann da ein und wie viel Risiko man gehen möchte. 1% zum Beispiel. Dann rechnet der das in Wirklichkeit schön durch. Ja, dann weiß man, wie viel Risiko man nimmt. Und der zeichnet das ein. Und das geht eben für die Long- und für die Short-Seite. Das ist ein neues Zeichentool in der ersten Version. Das wird auch noch verbessert werden. Aber ich finde, ist mal eine gute Sache. Ja. Das zweite, was hinzugefügt wurde, weil Kundenwunsch, war die Möglichkeit, wenn eine Linie als Alarm definiert ist, diese als Repeat Alert zu setzen. Das heißt, dass dieser Alarm immer wieder kommt, wenn er angelaufen wird. Im Vorhinein war es eben so, man hat eine Linie in einen Alarm gesetzt, ist der Alarm getriggert worden, war es das mit dem Alarm, ist jetzt möglich. Und das Zweite, was wir gemacht haben, ist einen Magnetismus einzubauen. Das heißt, man kann eben in Pixel definieren, wie magnetisch die Linie ist, dass sie an den Dochten und an den Kerzen andockt. Ich hoffe, das hilft einigen, war eben ein Wunsch und haben wir natürlich hinzugefügt. Was noch an Zeichenwerkzeugen hinzugekommen ist, ist Fibonacci Fächer, wer es braucht, ja, und auch die Trendlinien mit Winkelbestimmung. Das heißt, man kann jetzt Winkel messen und kann anhand dieses Winkels messen, wie steil diese Anstiege und Trends sind. Also ein paar neue Zeichenobjekte für euch und ich glaube, ist auch sehr interessant, wenn da ständig was dazu kommt. Ja. Was wir noch dazu bekommen haben, ich arbeite hier wieder an der Alpha-Version, also wenn wirklich was ist, muss ich halt neu starten. Was wir hier im Dom dazu bekommen haben, ist eben die neue Bid-Ask-Letter. Auch ein Kundenwunsch. Was diese macht, ist im Prinzip nichts anderes als den Ask und den Bid in einer Spalte zu vereinen. Das heißt, man kann in Wirklichkeit dann sich den Dom noch ein wenig kompakter bauen. Ja, so. Es wird auch dieses gleiche Spaltensystem mit einer Spalte wird eben für Pooling und Stacking noch kommen. Das heißt, man macht in Wirklichkeit aus vier Spalten zwei und es ist übersichtlicher und kompakter das Ganze. Ja, auch ein Kundenwunsch und den haben wir jetzt auch integriert. Gut, dann fangen wir mal an mit großen Marktteilnehmern, was wir eigentlich als Topic haben. Und dann fangen wir eigentlich mit den Basics an. Wir sind hier im Prinzip am Smart Tape und das ist schon das erste Tool in Wirklichkeit, wo wir große und kleine Marktteilnehmer rausnehmen können. Ja. Ich habe jetzt das Smart Tape am S&P 500 geöffnet und wir wissen ja, dass große Marktteilnehmer nicht wirklich, also solange sie jetzt nicht Eisberg-Orders handeln, nicht mit einem, zwei oder drei Kontrakten in den Markt gehen. Das heißt, die erste Möglichkeit, wie wir große Marktteilnehmer filtern können, ist mit dem Smart Tape. Ja. Man geht in den Settings rein und macht eben beim Minimum Volume, das heißt, wir möchten im Smart Tape Prints sehen ab einer gewissen Anzahl mal 10 rein. So, jetzt haben wir alles, was unter 10 Kontrakten handelt, am S&P 500 ausgeblendet. Und wenn wir sehen, das wird im Smart Tape sofort übernommen und wir sehen eigentlich nur noch größere Marktteilnehmer. Und natürlich sind jetzt da Leute, die 10 Kontrakte handeln, noch keine großen Marktteilnehmer. Ja. Also man kann sich dann natürlich, wenn man Instrument nicht so gut kennt,
und es ist ja jedes Instrument unterschiedlich, herantasten und nach oben schrauben. Und dann kann man nachschauen, wann kommen denn große Prints und wie kommen die vor. Ja. Also ich gebe da jetzt einmal pro forma 100 ein und da sehen wir die letzten Prints von 1858, das ist nicht die Lokalzeit, 1758 bis 18.14 Uhr sind eben 250er Pakete, 100er Pakete. Ja, das ist in meiner Meinung schon etwas die größeren Marktteilnehmer. Wie arbeiten jetzt manche Trader damit und wie arbeiten auch Prophäuser mit dem, die was eben die Times and Sales Liste haben? Die machen eines einmal vorweg, die schmeißen alles, was zu viel an Information ist, raus. Ja, die brauchen zum Teil nicht mal die Uhrzeit. Ja, für die ist eigentlich nur der Preis wichtig und was auf diesem Preis gehandelt wird. Das heißt, die hauen das alles raus. Die brauchen das alles nicht. Ja, haben dann meistens mehrere Tapes simultan laufen und schauen eben anhand der Preisbereiche, wo kommen große Marktteilnehmer rein. So, das ist das Klassischste, was es eigentlich in dem Handel gibt, das Tape Reading. Die schauen eben, wo sind die Zonen, wo große Leute verkaufen oder kaufen, definieren das als Bereiche, wo sie agieren. Ja. Also das ist einmal der erste Weg, große Marktteilnehmer zu finden mit dem Tape. Ja. Der zweite Weg, das zu tun, ist natürlich auch der Footprint Chart. Ganz klar der Footprint Chart, weil ich den Footprint Chart natürlich auf Volumen stellen kann und ich kann natürlich auch mit dem Footprint Chart schauen, wo ich Bereiche habe, wo große Marktteilnehmer reinkommen. Ja. Also es ist nicht so einfach, dass ich sage, jetzt habe ich einen Indikator und der Indikator sagt mir, hier ist ein Big Player und ich weiß ganz genau, was der tut. Das wird sich nicht spielen. Ja. Es ist immer eine Interpretationssache vor dem ganzen Chart und natürlich muss man schauen, wo was passiert. Und was dir in dem Fall Atlas hier helfen kann, ist dir das zu visualisieren. Ja. Also das ist einmal vorwegzunehmen, es gibt diesen heiligen Gral, ich finde große Marktteilnehmer automatisch nicht. Ja. Also die Möglichkeit ist auch im Footprint-Chart nachzuschauen und natürlich ist auch eine Möglichkeit, TPO, ein Profile-Indikator zu nutzen, das heißt das klassische Volumenprofil, das tragt mir halt ab, wo ist viel passiert, ja, ganz klar. Also wenn ich die großen Marktteilnehmer suche, wo viel ausgeführt wurde, dann muss ich mich wieder an das Volumenprofil halten, ja. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass große Marktteilnehmer hier agiert haben, weil wir hier an den Tiefs minimale Stückzahlen haben. Ja. Also es ist eher wahrscheinlich, dass Marktteilnehmer in dem Bereich oder eben in höher volumigeren Bereich agieren, um eben, manche sagen Sammelzonen, um eben ihre Orders in den Markt zu bringen. Ja. Wie wir hier sehen, Moment, ich klone das schnell. Ja. Und gehen wir mal auf 50 runter. Gehen wir noch weiter runter, damit wir Bewegung sehen. Also es gibt ja Untersuchungen eben, dass diese algorithmischen und synthetischen Eisbergorder meistens nicht größer sind wie 10. Vielleicht 15 Kontrakte. Ja. Das heißt, die agieren dort, wo im Prinzip der Retail-Händler auch agiert. Warum macht er das? Damit man den nicht sieht. Ja. Und diese, die sind eher selten. Die, was eben mit 250 Kontrakten in den Markt reindonnern. Ja. Das passiert meistens dann, wenn es unbedingt schnell gehen muss und sein muss. Dann sieht man das öfters. Ja. Aber grundsätzlich werden sich die großen Marktteilnehmer eben genau hier drin verstecken. Ja. Die werden sich hier drin verstecken und werden schauen und werden ihre Orders eben abhandeln, bis alles im Markt ist und gut ist. Ja. Und dann bedienen sie sich natürlich auch daran, dass natürlich sehr viele Retail-Trader hier drinnen auch sind. Ja. Und die sehen natürlich auch das Orderbuch. Ja. Die sehen natürlich auch,
wo was los ist. Und die wissen auch, wie Charttechnik funktioniert. Das heißt, die wissen natürlich auch, wo die Stops von den ganzen Kunden liegen. Und deswegen, das wird sicher der eine oder andere von euch schon einmal gespürt haben, ist es halt hin und wieder so, dass der Markt genau dorthin marschiert, wo die Stops liegen und dann umdreht. Ja, wo Stops liegen, ist natürlich auch immer Volumen. Ja. Und das sind eben die zwei Variablen, die es da gibt. Es gibt die Großen, die kämmern das einfach in den Markt rein, ja, weil es um gar nichts geht. Und es gibt eben Algorithmen, die das eben behutsam machen und man sieht die nicht. Ja. Man sieht die definitiv nicht. Man kann jetzt natürlich hergehen und sagen, na gut, ich habe hier meine Sammelzonen. Ich versuche das ein bisschen kleiner zu machen, dass das auch zum Sehen ist. Und zeichne mir hier mal ein, was los ist. Ja. Also Sammelzonen sind ja relativ easy zu sehen, ist im Prinzip Seitwärtsphasen. Ja. In Seitwärtsphasen sind Phasen eben, wo vermehrt diese Algorithmen arbeiten. Das ist so. Ja. Und man kann natürlich schauen, wo diese Sachen sind. Aber das ist halt sehr altbacken und das funktioniert nicht. Und ich habe euch im vorigen Webinar schon einmal gezeigt, das können wir hier auch noch einmal schnell anreißen, der beste Weg eben, um solche Sammelzonen zu finden, ist meiner Meinung nach, also ich bin auch nicht weisheitsletzter Schluss, ja, aber meiner Meinung nach ist es hier zum Beispiel beim S&P 500, wenn man eben den Modus wählt für die Volumenprofilansicht per Candle, ja, und sich dann eben mit dem Cluster Search Indikator, das können wir nochmal ganz schnell machen, bevor wir weiterspringen, mit dem Cluster Search Indikator anfängt, eben Volumenbereiche zu markieren. Ja. Das heißt, man muss einmal nachschauen, was ist denn viel Volumen an einem Markt. Ja. Und dann geht man eben vor und filtert sich das raus. Ja. Ich mache das jetzt ganz schnell, nur etwas ungenau, aber nur, dass wir mal wissen, was los ist. Ja. Damit man das in etwas sieht, taste ich mich jetzt kurz mal ran, damit wir wenigstens einen Level haben. Und das sieht dann eben so aus. Ja. Das heißt, ich habe jetzt auf zwei Preisen 50.000 Kontrakte im 4-Stunden-Chart und habe eben hier meine Bereiche und hier meine Bereiche, wo eben extrem viel umgesetzt worden ist. Und das ist ja meiner Meinung nach auch das Wichtigste, dass man das weiß. Wo wird viel umgesetzt? Ja. Und nachdem sich der Markt meistens oder sehr oft von eben solchen Zonen zu solchen Zonen bewegt, hat man schon zumindest ein kurzes Grundgerüst, wie man seine Analyse aufziehen kann, wenn es jetzt rein um das Volumen geht. Ja. Ich mache das für euch jetzt ganz kurz etwas anders, damit man es besser sehen kann bei der Übertragung. So. Damit man auch gleich sieht, was los ist. Ja. Natürlich werden diese Bereiche gebrochen, getestet, Falschausbrüche und so weiter und so fort. Aber man sieht, dass diese Bereiche hier, dass diese Bereiche einfach prominent sind und dass die einfach respektiert werden. Irgendwann bricht dann jeder Bereich. Ja. Das ist halt immer so. Hier das Gleiche. Und so kann man sich eben große Marktteilnehmer eben auch raussuchen. Ja. Es ist kein Zufall eben, dass diese Bereiche entstehen. Es ist einfach so, dass sehr viel Umsatz getätigt wird. Ja. Und wenn die eben mit diesen synthetischen Orders arbeiten, dann brauchen die natürlich viel Umsatz, um das unterzukriegen. Ja. Und einen möglichst stabilen Lauf. Also so kann man mal herangehen, um eben große Marktteilnehmer anhand des Volumenprofils ausfindig zu machen, ja, indem man schaut, was ist übermäßig viel Volumen in einer 4-Stunden-Kerze. Was anderes tun wir nicht, auf zwei Preisen, so haben wir den Cluster Search jetzt definiert. Und anhand dessen sucht man eben überproportional vieles Volumen. Ja, also viel Volumen. Und das sind meiner Meinung nach auch sehr interessante Bereiche und das gehört auf jeden Fall untersucht und studiert. Und ihr werdet sehen, wenn ihr euch da ein bisschen das anschaut, ihr werdet Augen machen,
dass das eine sehr große Hilfestellung abseits der klassischen Analyse ist. Ja. Und da ist auch immer Marktkontext immer in aller Munde und das ist auch richtig. Ja. Also man muss immer schauen, was ist politisch los, was ist newstechnisch los, ist der Gesamtmarkt im Steigen, im Fallen, haben wir Inflationsphasen und so weiter und so fort. Also Kontext ist immer noch sehr wichtig. Ja. Und man sieht auch hier, dass eben diese Bereiche sehr schwer ausfindig zu machen sind, wenn man das Volumen sucht, ja, dass dieser Bereich hier ist. Da tust du halt mit klassischen Kerzen etwas schwerer, sagen wir es mal so, ja, diese Bereiche zu finden. Und das ist eben eine der vielen Varianten, wie man das eben nutzen kann, um eben große Spieler zu finden, die viel umsetzen. Ja. Ganz ein anderer Ansatz ist eben, wenn man diese Herrschaften suchen möchte. Ja, wenn ich eben große Prints am Chart suchen möchte, dann hat man natürlich die Möglichkeit, sich das hier anzuschauen mit der Uhrzeit und dem Preis und das einzuzeichnen. Das wollen wir eigentlich nicht, weil wir wollen eigentlich Tools haben, die uns das Leben ein bisschen erleichtern. Ne? Und ich gehe mal hier einfach rein und lösche das alles raus. So. Cluster Search brauchen wir jetzt auch nicht und mache mal einen nackten Chart draus und gehe auf den Stundenchart von mir aus. Und wenn ich jetzt da die großen Jungs, die eben auf einmal in den Markt gehen, finden möchte, weil ich wissen möchte, wo diese agieren, dann habe ich hier auch mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt entweder auf einen Preis mit einem Cluster Search Indikator hergehen und suchen oder ich kann mir direkt die Daten aus dem Tape nehmen, das was wir gerade offen gehabt haben, und uns in den Chart legen. Das sind eben Big Trades. Der macht genau das. Der macht genau das, was wir wieder gesagt haben. So, der Indikator zeichnet jetzt große Kauf- oder Verkauforders, die eben überproportional sind, mit dem Autofilter ein. Ja, und man kann das natürlich händisch machen. Wir haben jetzt da vorher gehabt, ich glaube 250. Bin mir gar nicht sicher, 250 ist egal, wir schreiben da mal 250 rein und lassen dann einmal rechnen. In dem Moment holt er sich eben die Daten aus dem Tape und schaut jetzt anhand der Historie und dann anhand der Kerzen, wo eben diese kumulativen 250 reingehandelt worden sind. Das heißt, ich habe jetzt hier in Wirklichkeit auf meinem Stundenchart eingezeichnet, wo in welchen Preisbereichen die 250 stattgefunden haben. Ja. Hier sehe ich eben genau, wo große gekauft und verkauft haben. Eben in großen Paketen und nicht synthetisch. Ja. Und eben die Kontraktgröße oder die Trade-Größe, die kann ich eben hier definieren, indem ich sage, okay, schauen wir mal, gibt es welche, die 500 Kontrakte in den Markt schmeißen? Ja. Und in der Tat, es gibt solche, natürlich werden das immer weniger. Ja. Aber hier sehen wir dann, die eben 500 Kontrakte in den Markt schmeißen. Und es ist eben auch fürs Interpretieren ja, relativ interessant. Wenn man dann wieder anhand des Deltas hernimmt, wenn dieser, auch diese liegen ja oft falsch. So ist es ja nicht. Ja, es ist ja nicht so, dass es die Großen gibt und die Retail-Trader. Es gibt ja untereinander auch die großen Marktteilnehmer, die sich gegenseitig auch nicht sehr lieb haben, sagen wir es einmal so. Ja. Und da kann man eben schauen, wo groß ausgeführt wird, ja, und wo gekauft und verkauft wird. Und dann kann man natürlich interpretieren, wenn große Marktteilnehmer falsch liegen, das kommt ja auch vor, dass die ihre Positionen natürlich auch wieder auflösen müssen. Ja. Und diese Tools helfen einem halt dabei, in dem Fall eben die großen Jungs, die eben, weil sie lustig sind, 500 Kontrakte kaufen oder verkaufen, wo die unterwegs sind. Ja. Ist natürlich auch am Kerzenchart anwendbar, das Ganze. Also hier haben wir jetzt eben gesehen, wie man kleine, also die ganz kleinen, die ihre Orders in ein oder zwei oder drei oder fünf Kontrakten verstecken, die findet man so nicht. Ja. Deswegen sind das auch synthetische Eisbergorder. Das ist ganz schwierig. Man hat hier schon auch Möglichkeiten
zur Interpretation, die zeige ich jetzt dann kurz her. Und das sind eben die großen. Ja. Was man machen kann in einem Marktumfeld, um auch große und kleine Marktteilnehmer auseinander zu dividieren, kein Moment, das dauert nur, ist eben dieser Multimarket-Bauer. Der bedient sich auch wieder des Tapes, also alle Informationen, was übers Tape laufen, bedient sich dieser Indikator auch. Ja. Der geht her in Wirklichkeit und nimmt sich die Tape-Daten und die kann ich hier definieren. Einen Moment. So. Ich habe hier verschiedene Filter. Wir machen es jetzt einfach einmal mit 3. Ja, wir haben hier 4 Filter zur Auswahl, das braucht man nicht. Oder 5. Wir machen es mit 3. Ja. Und die blaue Linie, sagen wir jetzt mal, sind die kleinen Trader. Ja, das heißt, die blaue Linie sind 0 bis 5 Kontrakte. Also Minimum Volume ist 0 und Maximum Volume ist 5. Dann nehmen wir die mittleren Trader her. Das ist eben von 6 bis, machen wir es 20, wie auch immer. Und dann nehmen wir die ganz großen her. Die ganz großen nehmen wir mal her von, nehmen wir 100. Alle, die größer wie 100, wie 100 Kontrakte handeln. So, was sehen wir jetzt hier? Manche von euch kennen diesen COD-Indikator mit COD-Daten, ja, die einmal in der Woche kommen. Und in Wirklichkeit ist ja das auch ein Report, wer wie positioniert ist von den Parteien der Marktteilnehmer. Und in Wirklichkeit ist das nichts anderes, nur halt auf Intraday-Basis hier, dass ich sagen kann, die kleinen bewegen sich in dieser Phase eher seitwärts. Ja? Die mittleren verkaufen ein bisschen ab und die großen kaufen. Das heißt, große Marktteilnehmer da drinnen positionieren sich eher mehr long als die mittleren und die kleinen bleiben in der Range. Also so kann man das natürlich auch interpretieren. Ja? Kann man natürlich auch weiter runtergehen von der Ansicht her, vom Timeframe. Und es ist natürlich sehr interessant, ja, zu sehen, wie sich jetzt da in einer Seitwärtsphase zum Beispiel verschiedene Parteien positionieren. Was andererseits natürlich auch wieder keine hundertprozentige Signalgebung ist natürlich, ne? Weil wir ja wissen, dass jede Fraktion, sage ich es jetzt einmal, falsch liegen kann. Ja. Es ist natürlich auch sehr interessant zu schauen, wenn man eben große und kleine Marktteilnehmer so gut wie geht auseinander dividieren möchte, ja, dass man hergeht und sagt, das haben wir schon einmal kurz gehabt, ich zeige es nochmal, ja, sich in Wirklichkeit hier 2 oder 3 Tapes baut. Wir haben das im vorigen Webinar ganz kurz angeschnitten. Ja. Das tun wir alles weg, dass man nur das, ja, das Nötigste haben, den Preis und das Volumen und die Zeit, das reicht. Ja. Und wir setzen uns jetzt im Prinzip das erste Tape hier, das ich nur sehen möchte von 1 bis 5. Ja, das ist dann eher für die Geübten ein bisschen besser. Und wir machen uns hier das zweite Tape rein und sagen, in dem Falle werden wir uns die mittleren Marktteilnehmer rausholen, also ja, sagen wir mal 10. bis 100. Okay. Gut. Und dann machen wir dann nochmal einen Klon davon und setzen uns jetzt in Wirklichkeit noch einen unten drauf. Machen das einigermaßen groß, damit wir was sehen. Und sagen, okay, wir gehen jetzt her und sagen, jetzt möchten wir die ganz großen sehen. Alles, was über 150 ist. Ja, das möchten wir ganz unten sehen. Gut. Jetzt haben wir noch keine Prints reinkriegt, aber was wir hier haben natürlich ist Folgendes. Anhand, ich mache das mal schön groß. Anhand der Preisbewegung können wir jetzt schauen, wer den Preis bewegt. Ja, das heißt, man kann on the fly mitschauen, sind es die Kleinen, die den Markt jetzt gerade nach oben drücken, sind es die Mittleren oder sind es die Großen? Ja, und ganz interessant ist es dann, wenn eben offensichtlich wird, dass kleine Marktteilnehmer den Markt nach oben drücken und auf einmal mittlere oder große auftauchen und Gegenpositionen einnehmen, weil dann wird es lustig. Ja?
Was heißt das dann in Wirklichkeit für die ganzen Kleinen, die hier drinnen sind, die werden ausradiert, ja, mehr oder minder. Und da kann man halt relativ gut zuschauen. Ja. Schauen wir mal. Ah, jetzt ist relativ wenig los. Können wir kurz einmal in den Bondsmarkt gehen. Psch, 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 psch. So. Auch hier an den Anleihenmärkten. Ne? Da spielt sich natürlich mit den Größen schon wieder. Der ist relativ dick, der Markt. Da sind natürlich die Sizes auch wieder ganz andere. Aber man kann immer schauen, eben wer bewegt gerade den Markt. Ja? Was ist da los? Wer tut was? Sind es die Kleinen oder sind es die Großen? Und mit diesen Einstellungen kann man sich natürlich auch spielen und kann man natürlich auch schauen und auch experimentieren. Also meiner Meinung nach ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass man sich gewisse Sachen einfach anschaut und experimentiert. Ja. Vor allem den Cluster Search, meiner Meinung nach. Ja. Also hier ist ja auch wieder eine extreme Divergenz. Ja, wir haben jetzt nicht einmal groß Sizes gestellt. Schauen wir mal, was wir eingestellt haben. Komm her. Bitte nicht. So. Also wir haben hier die kleinen sind blau, die mittleren sind rot und die großen sind grün in dem Fall. Ja. Und in dem Bereich sehen wir in Wirklichkeit, dass die Großen hier abverkauft haben und dass die relativ gleich geblieben sind. Ja. Also man kann sich diese Tools auch zunutze machen. Ja. In Kombination mit anderen Tools. Auch hier kann man dann eben große und kleine Marktteilnehmer auseinander dividieren. Ganz wichtig. Gut. Weiter. Dann schauen wir uns an, was es noch so alles gibt, um große Marktteilnehmer zu finden. Machen wir es mal mit dem F-DAX. F-DAX ist immer lustig. Da rührt sich ein bisschen was und da sieht man dann auch gleich, was ist relativ groß und was ist relativ klein. So. Große Marktteilnehmer kann man natürlich auch im Orderbuch sehen. Ja, logisch. Also wenn sich die via Limit Order positionieren, sieht man diese. Wir haben hier durchschnittlich im DAX, ich würde jetzt sagen einmal ja, rund 20 pro Preis im Durchschnitt. Ja, also 20 Limit Orders um diese Uhrzeit sind hier im Buch. Einmal sind es ein bisschen weniger, einmal sind es ein bisschen mehr. Und man kann sagen 20. Und im F-DAX, das habe ich auch beobachtet die letzten Jahre, also die letzten 2, 3 Jahre. Ich habe jetzt leider ehrlich gesagt seit der Umstellung vom DAX nicht mehr geschaut, aber sind 30, 40 schon relativ viel zum Teil, wenn die auftauchen. Ja, das heißt, auch hier sehen wir sofort, ist ein großer da. Und das hilft uns eigentlich nur bedingt, weil es eine Momentaufnahme ist. Ja, das hilft uns nur bedingt weiter. Wir sehen es, weil es ist einer da, aber von der Information haben wir jetzt nicht viel, sagen wir es jetzt einmal so. Interessant ist das Ganze natürlich, wenn man das, was hier passiert, mitschreiben kann. Ja, und das macht in Wirklichkeit unser DOM Levels Indikator. Und der ist auch sehr unterschätzt, würde ich jetzt einmal sagen. Dieser Indikator ist wirklich zumindest für den eher kurzfristigeren Handel meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Tool. Ja, in dem Falle. Ich hoffe, er geht in der Alpha-Version, sonst muss ich kurz umstellen. So. Gut. Und hier definieren wir den Filter auch mal auf 40. Sei es drum. Vielleicht haben wir Glück und wir sehen was. Ja. 5-Sekunden-Chart von mir aus zur Ansicht. Ich hoffe hier bei der Präsentation, dass wir hier was sehen. So, das relativ aufdröseln. Was macht unser DOM Levels Indikator? Macht jetzt Folgendes. Er schreibt uns mit, was im Orderbuch passiert.
Ja, er hat uns jetzt ja auch mitgeschrieben, dass zuerst auf der 15.960 23 da waren am Ask und dass jetzt auf einmal 31 sind. Und er schreibt mir das natürlich mit. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein 5-Sekunden-Chart, das ist wirklich zu kurzfristig. Okay, ist gut, verstehe ich. Was ich gerne mache, ist am 5-Minuten-Chart auch den Dom-Levels zu verwenden und zwar nicht als gesamtes Bookmap, das brauche ich nämlich nicht. Ich gehe her und sage im Dom-Levels-Indikator, ich brauche das, interessiert mich alles nicht, was hier passiert. Das interessiert mich alles nicht. Ich stelle das weg. Ja, und machen wir es jetzt nochmal gelb, damit wir es sehen. Und sage, alles, was über 30 ist, von mir aus, ja, das machen wir auch noch schnell weg. Alles, was über 30 ist, soll er mal gelb machen. Oder machen wir von mir aus pink, damit wir es gut sehen. Machen wir es pink. So. Dann habe ich hier im Prinzip, ich habe was vergessen noch, das habe ich euch unterschlagen. Natürlich muss ich den dann auch ab 30 rechnen lassen, weil alles, was drunter ist, interessiert mich nicht. Also mir interessieren jetzt in dem Fall utopischerweise jede Limit Order, die größer wie 30 ist. So haben wir es jetzt eingestellt. Der Minimumfilter ist auf 30 und Maximumfilter ist auch auf 30. Das heißt, ab 30 macht das mal Purple. Ja, ist jetzt in dem Fall interessant, weil er mir jetzt da in jeder 5-Minuten-Kerze natürlich jeden Wert einzeichnet, der über 30 ist. Ja, jetzt kommt es natürlich am F-DAX und auf anderen Instrumenten kommt es hin und wieder, nicht den ganzen Tag und nicht immer, zum Fall, dass hier zum Beispiel dann vier, fünf Eckerl eben über 30 waren und dass ein zweiter Level auch so drinnen steht. Das heißt, der Chart schaut dann so aus. In dem Fall wäre es dann Purple. Und wir sehen hier, waren oben 30 oder mehr und hier waren auch 30 oder mehr. Und genau so, wie ich es jetzt hier eingezeichnet habe, verhält sich dieser Chart dann auch meistens. Ja? Das heißt, diese Levels werden meistens gleich gar nicht angelaufen. Es sehen natürlich viele Marktteilnehmer, dass hier was los ist und der Kurs dreht. Ja? Und auf der anderen Seite das Gleiche. Das kommt sehr oft vor, das könnt ihr euch einmal anschauen. Dann hat man halt eben einige Kerzen hier. Solange der Kurs hier ist, eben meistens so ein Doppellevel, ja, mit Limit Orders im Markt. Das können Sie euch einmal wirklich anschauen und ein bisschen Research betreiben. Das ist eine sehr gute Sache, ja. Das sieht man eben am F-DAX besonders schön, ja. Wenn so Limit Orders drin sind und am 5-Minuten-Chart, das ist eben so ein kleiner Lifehack, drehe ich alles andere von der Bookmap ab und lass mir nur noch eben diese Bereiche über 30 ist jetzt vielleicht ein bisschen knapp bemessen, aber sagen wir über 40 im Real Life lasse ich mir einzeichnen und lasst euch das einmal am Tag laufen und schaut euch an, was da eigentlich alles eingezeichnet wird. Und es ist schon sehr interessant, muss ich sagen. Auch so kann man größere Marktteilnehmer auch in dünnen Märkten rausfiltern. Ja, kann man sehen. Also das ist eine sehr gute Sache. Würde ich an jeden empfehlen, dass er sich das einmal anschaut. Ja. Und weil wir früher darüber geredet haben, eben diese neue Orderform, Market by Order, wo man dann hier eben im Orderbuch die Segmente sieht, wie groß die Pakete der einzelnen Order-IDs sind, das wird eine sehr interessante Sache auch. Ja. Ich lasse das jetzt einfach mal im Hintergrund laufen. Vielleicht tut sich noch irgendetwas. Die Zeit ist eben eher nicht so dafür. Aber schaut euch das an. Probiert es aus. Ja. Am 3-Minuten- oder am 5-Minuten-Chart. Natürlich ist es so, umso kleiner der Zeithorizont hier ist beim Mitschreiben von den Dom-Levels, umso präziser wird das. Weil in 5 Minuten kann es natürlich sein, dass kurzzeitig einmal 40 oder mehr Limit Orders da drin sind auf dem Level, dann wird der schon eingezeichnet. Ne? Und wenn ich 3 Minuten habe, dann wird das ein bisschen, wie soll ich sagen, dann wird das ein bisschen präziser. Aber man kann es auf jeden Fall mit 3 und 5 Minuten probieren. Probiert es aus. Probiert es vielleicht sogar am F-DAX aus. Genau, bevor ich es vergesse. Wir haben ja hier noch ein Problem. Wir haben ein Problem, dass wir im Prinzip am F-DAX eine kleine Orderbuchtiefe haben. Ja. Und das Problem ist ja so weit gegeben, wenn der Kurs sich wegbewegt, die Limit Order sich auch wegbewegen, dann habe ich ja dort keine Informationen mehr, die mir der Dom Levels mitschreiben kann. Natürlich. Ne? Der Dom Levels Indikator ist für diese Art von Markt zumindest sehr genial, weil wenn der Markt das verlässt hier oben,
Ja, und wir stehen hier auf 32, wird er mir das immer weiter, die letzte Limit Order, die eben hier im Markt war, bevor er weggelaufen ist und ich keine Information habe, die bleibt hier stehen. Was macht das für einen Vorteil? Das macht den Vorteil, wenn der Markt irgendwann einmal wieder darunter geht und in die Nähe wieder hochkommt und die steht noch immer da, dann im Orderbuch, dann weiß der, dass das Interesse hier sicher ein größeres ist als eine Limit Order, die jetzt schneller mal reinkommt und wieder rauskommt. Ihr habt das sicher schon gesehen. Hin und wieder kommen Limits rein, die werden dann gleich wieder abgezogen. Hat auch damit zu tun, dass hier gespooft wird. Ne? Und wenn aber über längere Zeit, also umso länger eine Limit Order im Markt steht, umso valider ist diese, ja, meiner Meinung nach. Und wenn eben 2, 3 Stunden später der Kurs wieder nach oben geht, ich bekomme wieder diese Informationen vom Orderbuch auf diesen Preis. Jetzt haben wir die 15.069 haben wir jetzt nicht. Ja, ich weiß nicht, was im Orderbuch ist. Ja, Atlas würde jetzt da im Prinzip das weiterschreiben, den letzten Limit, wenn er wirklich ein hoher Limit gewesen wäre. Und wenn wir wieder hier kommen, auf die 15.69, dann wird das natürlich aktualisiert und dann sehen wir, ob diese große Limit Order tatsächlich jetzt immer noch im Markt ist oder nicht. Das ist auch ein Vorteil. Ja. Das heißt, die Last Limit wird einfach weitergezeichnet. Das wird Atlas in dem Fall mit DOM Levels, wenn man eine reine Bookmap, Heatmap nimmt, so wie sie da ist, dann würde der das mit jeder Limit machen. Aber in dem Fall, jetzt haben wir es ein bisschen wieder ein Lifehack gemacht und umgebaut, das Ganze, in dem Fall würde das eben nur mit Limits machen, die 30 oder mehr sind. Ja, die anderen sehen wir hier nicht. Also unbedingt probieren. Dann hüpfen wir weiter. Wo man noch große Marktteilnehmer sehen kann. Also wir haben es gesehen, die Market-Ausführungen, wir haben es gesehen, wenn sie klein sind, was man ansatzweise machen kann, wenn sie groß sind. Wir haben es angeschaut im Chart, wir haben es angeschaut im Tape. Und jetzt haben wir natürlich im DOM auch die Möglichkeit, wir nehmen dazu den FDAX oder den ES 500, nehmen wir den S&P 500. Wir haben natürlich im DOM auch die Möglichkeit, große Marktteilnehmer zu sehen, vor allem wenn Pooling und Stacking betrieben wird. Dazu blende ich jetzt einmal alles, was nicht relevant ist, aus dem DOM aus. Das schmeißen wir weg. Ja, wir brauchen jetzt keinen Queue, wir brauchen keine Orders, wir brauchen kein Profil. Die anderen zwei Profile brauchen wir auch nicht. Und in Wirklichkeit probieren wir gleich einmal die neue Spalte aus und tun die Bids und die Asks weg. Nehmen wir die Kombispalte. Die probieren wir aus. So, die nehmen wir hier rein. So, das ist schon mal relativ gut. Und dann nehmen wir eben Pooling und Stacking dazu. Das ist im Prinzip heißt das Depth Changes. Wir schauen, wie sich die Orderbuchtiefe verändert. Zum jetzigen Zustand müssen wir das noch zweimal hinzufügen. Einmal für Ask und einmal für die Bitseite. Ja. Das heißt, die Bitseite ist unten. So, und dann können wir das noch ein bisschen verschieben. Gut. Dann haben wir hier jetzt den Preis, wir haben hier die Ausführungen und wir haben hier, wie sich eben die Orders verändern. Resette das kurz einmal. So. Und so wäre jetzt eigentlich die Einstellung ganz roh in Wirklichkeit. Wir sehen hier, wie sich die Limit Orders in Echtzeit verhalten. Wir sehen hier in Echtzeit, was hinzugefügt oder abgezogen wird. So, das ist ganz normales Marktverhalten. Mit dem fängt man so meiner Meinung nach noch nicht wirklich viel an. Ja. Erstens bleibt es da alles stehen und wird kumuliert. Das brauche ich nicht für diese Art, ob ich große Marktteilnehmer finden möchte. Ich kann natürlich hier auch ein Volumenprofil einblenden und große Marktteilnehmer auf der anderen Variante suchen. Aber ich möchte jetzt in Echtzeit sehen, was passiert. Ja. Und da muss ich mal zwei Sachen machen. Ich muss Auto-Clear aktivieren. Das heißt, immer wenn sich der Preis verändert, cleart er mir sämtliche Zahlen hier drinnen. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, ich möchte nicht sehen, wenn einer nur eine Limit hinzufügt oder löscht. Das interessiert mich auch nicht. Ja. Um das Rauschen ein bisschen rauszunehmen aus dem ganzen Wahnsinn, der hier gerade abgeht, machen wir mal 5 rein. Das heißt, jetzt reagiert dieser Depth Change, ich sage jetzt einmal Indikatorspalte, nur dann, wenn mindestens 5 oder mehr abgezogen oder hinzugefügt werden. So, das ist jetzt einmal das Grundsetup von der ganzen Geschichte. Jetzt sehen wir natürlich den Preis. Jetzt sehen wir, was Market gehandelt wird. Und wir sehen natürlich auch,
wie sich die Limit Orders verändern und was passiert mit diesen Limit Orders hier drinnen. Na, wir sehen, dass hier 20 abgezogen worden sind. Wir sehen auch, dass jetzt gerade 5 abgezogen worden sind. Das ist alles irrelevant in dem Moment. Was man machen kann, und natürlich ist das live immer etwas schwierig zu zeigen, aber ich versuche es euch zu erklären, so gut wie möglich, was man hier technisch machen kann. Ja, man kommt zu einem Level, den man definiert hat, mit euren Ansätzen. Ja, das heißt, ihr habt jetzt ein Level, ihr habt es denn eingezeichnet und wartet eben bei diesem Level, was passiert. Dann kann man sich natürlich die Orderbuchaktivität, ich werde da jetzt einen Chart jetzt nochmal rausschmeißen. Kein Moment. Die Orderbuchaktivität brauchen wir jetzt hier nicht. Die haben wir jetzt hier im Chart drin. Ja? Das heißt, wir sehen einmal, was mit den Orders passiert. Angenommen, hier würde ein größerer Marktteilnehmer sitzen. Angenommen. Das heißt, der Kurs sticht in diesen Level, auf den ihr schon gewartet habt, weil ihr habt es dann definiert, aufgrund was auch immer. Es ist euer Level. Ihr werdet einen Grund haben, warum das euer Level ist. Und ihr geht davon aus, dass hier unter Umständen eure Long-Position sitzen wird, wenn der Markt hier hinkommt. Dann könnt ihr in dem Moment hier warten und das Orderbuch beobachten, was hier passiert. Weil wenn hier Folgendes passiert, dass dieser Kurs hier nach unten geht, abverkauft, abverkauft, abverkauft wird, aber auf der anderen Seite ihr hier seht, dass hier ständig Limits reingeschoben werden. Das heißt, wenn der Markt, obwohl ständig verkauft wird, hier auf der Limitseite gestützt wird, das sieht man jetzt nicht, weil jetzt passiert eben nichts. Man sieht es dann augenscheinlich, ja, dass hier einfach richtig viel los ist und hier richtig viel reinkommt, einfach verhindert wird, dass der Kurs hier durchläuft. Ja. Dann sieht man, dass hier gestackt wird, heißt das, dass eben diese Limit Orders immer wieder befüllt werden. Ja, immer wieder. Und das Gegenteil gibt es natürlich auch. Ja. Wenn Akteure wollen, dass dieser Kurs hier durchfällt durch dieses Level, dann werdet ihr hier eben ein Pulling sehen. Das heißt, es wird extrem rausgezogen, die Limits verschwinden. Es ist für die Market Orders ein leichtes, hier durchzukommen. Das ist jetzt rein der technische Aspekt von der ganzen Geschichte. Ja, es ist ja alles leicht beschreibbar. Es muss ein jedes Limit von diesen 55 hier wegverkauft werden, damit wir einen Preis tiefer fallen. Und Akteure können es, dass eben diese Levels gar nie auf Null gehen. Das heißt, der hat auch seine Algorithmen sitzen irgendwo und sagt, wenn das Ding irgendwo bei 10 oder 5 oder bei 1 ist, knall ich nochmal 100 Limits dazu. Und das mache ich so lange, bis eben diesen Short-Verkäufern hier die Puste ausgeht. Ganz grob überspitzt gesagt. Und das kann man eben hier sehr gut beobachten, indem man sieht, dass hier immer mehr wird. Ja, man sieht es dann, 50, 100 wird wieder abverkauft, wieder 50, 100 draufgesteckt, wieder 50, 100 draufgesteckt und hier wie verrückt rein verkauft wird. Ja, dann sieht man eben, dass dieser Level von einem größeren Marktteilnehmer im Prinzip beschützt wird. Der möchte nicht, dass der Kurs durchgeht und knallt Limit Orders rein bis zum Geld nicht mehr. Und die Krux ist dann diese, dass ich hier dann im Prinzip ein sehr negatives Delta habe, weil sehr viele Leute hier rein verkaufen, ja, aber denen dann irgendwann die Booster ausgeht und der Kurs dann, obwohl ich ein negatives Delta habe, weil mehr Leute verkaufen wie kaufen, weil eben via Limit Order verhindert wird, dass der Kurs gebrochen wird, geht es dann irgendwann einmal nach oben. Und dann habe ich hier einen ganzen Haufen sitzen, die eben verkauft haben und die müssen am Weg nach oben glattstellen. Oder sehr viele stellen am Weg nach oben glatt, gehen aus den Positionen raus und kaufen sich natürlich zurück und pushen natürlich den Kurs noch mehr nach oben. Und das ist eben das Spiel in jeglicher Hinsicht von größeren Marktteilnehmern. Ja, im Orderbuch, auf Algorithmenebenen, auf dem Marketbereich, im Limitbereich, es ist überall zu beobachten. Und was wir heute versuchen mit dem Tool, ist das Ganze einigermaßen gut sichtbar zu machen. Ja, das ist halt sehr wichtig. Und wir haben natürlich einen großen Marktteilnehmer noch übersehen und noch gar nicht behandelt. Also weder institutionelle oder große Händler oder Bankenhäuser, es sind natürlich auch die Market Maker, ja, die bei der Börse arbeiten und Liquidität stellen. Ein Market Maker hat auch nicht wirklich, der
sein Job ist gut erledigt, wenn der Ende des Tages mit Null aussteigt. Das heißt, er stellt auf der Bid- und auf der Ask-Seite stellt er Liquidität zur Verfügung, ja, damit Geschäfte laufen können. Und End of the Day sollte er eigentlich Null haben. Ja, der sollte keine Schieflage haben, dann macht er einen schlechten Job. Ja, das heißt, er bedient beide Seiten, Market Making. Und er muss halt eben auch schauen, dass er End of the Day weder ein Plus noch ein Minus hat. Das sollte gut, so gut wie möglich auf Minus ausstellen. Das ist auch sind auch viele größere Marktteilnehmer. Man kann das gut beobachten, wenn ihr das Limitbuch einmal offen habt. Und dann schaut ihr mal 5 Minuten vor News oder 10 Minuten vor News, beobachtet das. Und ihr seht dann eben in dieser Ansicht, ja, man könnte jetzt sagen, na gut, vor News, da traden nicht so viele, da gehen viele raus. Aber ihr seht dann auf der Stelle sofort, dass du hier Minuspositionen hast und Minuspositionen hast in der gleichen Sekunde. Das sind dann, wenn eben die Market Maker aus dem Markt rausgehen. Ja. So wie wir es da jetzt gehabt haben, ja, nur auf ganzer Linie. Und man kann auch sicher sehen, was ihr jetzt da beobachten könnt, und vielleicht spult dann im YouTube-Video zurück, was ihr jetzt gerade gesehen habt, dass hier auf 10 Preisen genau 6 waren und hier auch auf 10 Preisen genau 6 waren. Das sind eben solche Algorithmen, die hier reinknallen und für Liquidität sorgen oder auch Market Making ist. Das kann man jetzt so nicht sagen, was da passiert. Ja. Aber man sieht schön, was hier passiert. Man sieht auch hier sehr schön, zum Beispiel, wenn wer seine 10 Limits wegnimmt und oben hinsetzt. Das ist auch recht lustig, ja, zu beobachten, wenn einer seine Limits verschiebt. Ja. Dann verschwinden sie nämlich auf einem Preis und oben tauchen sie wieder auf. Also das ist relativ lustig zum Anschauen. Und auch fürs Marktverständnis ist gar nicht so schlecht, wenn man sich das ein bisschen anschaut. Zumindest nebenher den Chart laufen lässt. Und wenn man dann natürlich High Class ist, dann nimmt man noch ein Tape dazu und schaut, welche Gruppe der Marktteilnehmer bewegt den Kurs jetzt wirklich. Dann kann man da mitschauen, was passiert. Also ja, es ist halt sehr anstrengend, das den ganzen Tag zu machen, aber es ist sehr interessant. Ja. So, das war jetzt einmal der Dom und wie man da große Marktteilnehmer, ich hoffe, ich habe das nicht zu kompliziert erklärt. Ich bin ja weder Coach noch sonst was. Ich hoffe, das ist einigermaßen, kommt es so rüber, dass man es versteht. Ich bin Techniker und ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich war. So, jetzt habt ihr es nochmal gesehen. Habt ihr es gesehen? War sehr schön ersichtlich jetzt. Und es ist mit Sicherheit nicht ein Marktteilnehmer von uns, von den Kleinen, der was sowas im Orderbuch fabriziert. Ja. Ich hoffe, ihr habt das gerade sehen können, einigermaßen. Gut, das wäre es jetzt dann kurzzeitig mal für meine Ausführungen. Ich hoffe, das hat einigermaßen gepasst und ich habe nichts übersehen. Wenn ich was übersehen habe, schreibt es mir, dann werde ich das nächste Mal unterbringen. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die jetzt noch stellen, sollten welche sein. Und ich hoffe, ich kann sie beantworten. Und wenn nicht, übergebe ich wieder an meinen Kollegen Nelson. Da sind Fragen reingekommen. Oh, sehr gut. Genau, die Teilnehmer schreiben das gerade rein. Gut, ich werde mal durchswitchen. Falls ich sie sehen kann, ich muss kurz die Fenstergröße verändern. Ja, das solltest du auf jeden Fall können. Und vielleicht können wir auch ein Auge auf das Smart Dome haben, wenn jetzt der FED-Zinsentscheid in einer Minute kommt. Sehr gut. Vielleicht sehen wir da was. Er wird sich was tun und man sieht jetzt schon, dass jetzt in dem Moment wieder das Marktteilnehmer verschwinden und nicht auf einem Preislevel, sondern auf vielen. Geht eh schon los, ja. Ich hoffe, meine Alpha-Version macht da mit, aber es schaut gut aus. Ja. Und man sieht jetzt natürlich, wie dünn das Buch ist, ja, in Wirklichkeit. Ja. Also man hat vorher sehr gut gesehen, dass Marktteilnehmer sich rausgezogen haben aus dem Orderbuch und eben auf der Bid- und Ask-Seite gleichzeitig. Und da gehe ich eben davon aus, dass sich hier um Market Maker handelt, die eben beide Seiten bedienen müssen. Ja. Sonst wäre es unlogisch, wenn sie beide Seiten verlassen würden. Also ein normaler Händler tut das nicht.
Gut, hier liegen 500, das ist auch interessant. Also das ist schon gut. Gut, ich kümmere mich kurz mal um die Fragen. So. Funktioniert Atlas mit Windows 11? Das ist eine gute Frage. Ich habe noch kein Windows 11. Laut unserem Entwicklerteam sollte es keinerlei Probleme geben. Ich habe es aber leider noch nicht testen können, weil ich kein Windows 11 habe. Okay. Grundsätzlich sollte das aber funktionieren. Ronny sagt, es geht. Ronny sagt, es geht. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, also was ich gehört habe, sollte es funktionieren. Ich habe es leider nicht verifizieren können. Der Kollege fragt, wo werden in einem Chart bereits hinterlegte Vorlagen für die Exit-Strategien gespeichert, um diese auch kopieren zu können? Ich glaube, für die Exit-Strategie an sich selber wird keine Datei abgelegt. Du hast mich jetzt am falschen Fuß erwischt, aber ich glaube, hier gibt es keine Dateien. Ja, das sollte eigentlich mit dem Chart-Snapshot mit abgespeichert werden. Ja. Aber das sind, in Wirklichkeit sind es jetzt nicht wirklich die sehr komplizierten Settings hier. Ja. Also man hat hier zwei, drei Einstellungen. Was ich weiß, kann man hier Namen hinzufügen, aber ich glaube nicht, dass das als Datei abgespeichert wird. Gute Frage, werde ich mir notieren, kann ich dir das nächste Mal sagen. Gibt es die Möglichkeit, alle Charts mit einem Klick zu aktualisieren? Nein, wenn der Rechner im Ruhezustand war. Grundsätzlich sollte es sein, wenn der Rechner im Ruhezustand ist, dass ja in Wirklichkeit die Connections unterbrochen sind. Und wenn man sich dann wieder verbindet, wird wieder alles aktualisiert. Aber vielleicht hilft dann einfach Atlas neu starten. Ja, dann holt er sich von den Servern im Prinzip wieder alle aktuellen Daten an Historie. Und das, was eben vorne dazu kommt, macht der Datenfeed grundsätzlich. Aber es gibt keinen Aktualisieren-Button für alle Charts gleichzeitig. Das gibt es nicht. Ja. So, danke, danke. Danke, danke. Gut, das glaube ich, war alles von den Fragen heute. Solltet ihr Wünsche haben, was wir hier behandeln sollten, ja, technisch gesehen, dann schreibt einfach. Ich notiere mir das dann natürlich und dann schauen wir, dass wir das behandeln. Wie gesagt, ich bin da ziemlich für alles offen, was eben Atlas betrifft, wo ich helfen kann. Ja. Und ja, wir sehen, dass noch immer sehr viel rund geht hier im Buch, am Zinsentscheid. Dass wir noch immer sehr dünn sind. Das wird sich aber demnächst wahrscheinlich wieder ändern. Von meiner Seite wäre ich fertig. Fragen gibt es auch keine mehr. Dann würde ich sagen, Nelson, übergebe ich wieder an deine Seite. Und lass uns gut sein für heute. Da waren ja auch viele Informationen. Zeit ging sehr schnell vorbei, war sehr interessant. Und wie du schon gesagt hast, wenn Fragen noch im Nachgang dann doch noch auftreten, dann gerne auch an uns senden. Wir leiten das entsprechend weiter, so dass Sie auch Ihre Antworten bekommen. Und an der Stelle möchte ich mich natürlich bedanken bei dir, Michael, für den Vortrag heute, für das Webinar. Wie gesagt, sehr, sehr interessant. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Und natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer für das Interesse, fürs Live-Dabei-Sein. Und ich wünsche noch einen erfolgreichen Abend, wenn Sie jetzt noch handeln. Und natürlich auch eine erfolgreiche Restwoche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und Michael, du hast wie immer bei mir das Schlusswort. Vielen Dank. Dankeschön. Ich wünsche alles Gute und liebe Grüße aus Österreich. Bis zum nächsten Mal. Danke und ciao.